Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Imperialism. Zurück in Odostan. Jetzt habe ich eine Weile nicht gespielt. Allerdings scheint das alles recht gut zu laufen hier. Wir sind da gerade noch mitten dabei, die ehemaligen Gebiete von Deneb aufzusaugen in unser Reich quasi. Bald sind wir soweit. Noch Gaia Loch und Lachmadi oder Lochmadi brauchen wir und dann werden wir uns langsam um die nächste Truppe, nämlich Haxako, kümmern. Die haben ja da eigentlich keinen Zugang mehr zum Meer. Das heißt, es ist eigentlich eh wurscht. Das Gebiet da zu erobern ist sowieso sinnlos irgendwie. Naja, wobei andererseits nein. Banat oder so würde schon noch ganz gut zupassen zu unserem Reich. Aber es ist ziemlich gut gesichert. Naja, wobei 4 Heavy Artillery ist gar nicht mal so viel. Und unser General, der hier steht, ist wahrscheinlich schon so gut, dass er das auch wirklich erkennt, ob viel da drinnen ist. Also da kann man, dem kann man schon fast vertrauen, da würde ich fast sagen. Am Anfang ist es ja nicht ganz so klar. So, wir brauchen Holz. Ah, wir sollten noch Stühle heimbringen. Wow. Was ist hier passiert? Jetzt haben wir so viel Zeug zum Heimbringen. Wie ist das passiert? Ah, da haben wir noch Stoffe auch. Stoffe, die wir auch heimholen. Ja, also die Zwischenprodukte und die Endprodukte sind natürlich immer besser, wenn wir die gleich heimholen, weil die können dann weiterverarbeitet werden und bringen einen Haufen Geld. So, wir haben wie viele Stoffe? 226. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall wieder ausbauen. Wir haben auch über 100 Bretter. Könnten wir eigentlich da auch ausbauen. Und wie ist das mit Stahl? Bei Stahl bin ich immer so, bin ich immer habe ich immer ein bisschen Angst, weil das am Anfang so wenig war, aber jetzt haben wir auch 194 Stahl, die wir da haben. Können wir da auch ausbauen. Wie ist das mit den Schippernakeln? Wir brauchen noch ein paar Ironclads. Nein, wir brauchen keine Ironclads, weil uns fehlt die Kohle. Das heißt, Kohle ist das, was uns Zeit fehlt. Das ist ärgerlich. Da brauchen wir mal ein paar Clipper. Mhm. Da sind wir voll. Ah, da brauchen wir mehr davon. Ah. Okay. Dann machen wir noch zwei davon. Und holen uns noch einmal 4 Leute. Wir verkaufen alles, was wir da so haben. Waffen haben wir mehr als genug schon. Die könnten wir eigentlich auch langsam verkaufen wieder. Oh, Eisen haben wir mehr als zu viel. Das heißt, Eisen werden wir da weglassen. Und wir werden auch Schafe kaufen. Aber vor allem Holz wäre wichtig, dass wir viel kriegen. Ja, gut. Ah, sehr gut. Wow. Wir haben viel Energie. Wir hätten gar nicht so viele Leute rekrutieren müssen. Vor allem, wir haben da auch zu wenig. Hm. Ja, ist okay. Wir können aber da noch recht viel bauen. Mhm. Das war auch klar. Das können wir schon. Ja, unser Hauptgegner, glaube ich, ist Kem. Haxako, Haxako und Patagon sind auch ziemlich gleich groß schon. Weiß ich nicht, wer unser Hauptgegner ist.
Ja, gegen Haxaco und Patagon weiterkämpfen, weil da können wir auf der Insel bleiben, da müssen wir nirgends anlanden. Was vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ansonsten könnten wir natürlich schauen, welche Kleinen mit denen verbündet sind und dort anlanden dann. Also da Pram zum Beispiel, dass wir anlanden, damit wir von Pram aus auf Chem losgehen können. Oder auch vom Pont. War ziemlich egal. Nehme ich mal an. So. Die mögen uns schon alle. Sehr gut. Warte mal, warte mal, warte mal. Zazi ist nicht mit mir. Doch, wir haben mit Zazi ein Dings. Aber wie schaut das mit denen aus? Oh, die mögen Haxaco genauso. Nein, die mögen uns mehr als Haxaco. Okay. Was ist das mit Tveit? Die mögen nur uns. Ruhr hasst uns. Ah, da können wir auch noch weiter angreifen. Sehr gut. Huschen mag uns sowieso. Wo dann auch. Ja, Issa ist mit all denen da verbündet. Vor allem mit Patagon. Kessel, Idolon, Zinlo ebenfalls. Na gut, soll sein. Nächste Runde. Ja. Wir kaufen einfach alles, was uns angeboten wird. Oh, nur zwei Schafe, echt jetzt? Wir werden in Bergen angegriffen. Okay. Ich glaube, da haben wir nichts stehen, gell? Lass mir mal ihn machen. Ja, er macht das auch nicht besser, als ich das gemacht hätte. Ist eh klar, dass er Bergen erobern möchte. Immerhin ist das seine Verbindung zur Heimat. Aber das werden wir ihm nicht lassen. Oder wir greifen ihn da unten in seiner starken Region an, gleich mal. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wir können noch mehr kaufen. Okay, wir kaufen alles, was wir finden. Und da hätten wir auch noch was am Dings angrenzend. So, jetzt sollte ich noch wissen, warum ich da hergebaut habe und nicht darauf. Das weiß ich jetzt echt nicht. Weil wir wollen Tourson auf jeden Fall verbinden. Du kannst da gleich weiter abbauen. Und da wollen wir Mull verbinden. Das heißt, wir werden da als nächstes hinfahren. Dann, damit wir all diese Gebiete in irgendeiner Weise an unser Schienennetz anbinden. So, den eroberten Kontinent hier haben wir jetzt eigentlich schon relativ gut angebunden an alles und jedes. Vielleicht daher. So, wie schaut es bei euch aus? Boah, da ist noch ein wenig Platz nach oben hin. Die werden noch ausrasten. In Deneb. Oh, in Deneb haben wir eigentlich eine riesen Armee stehen, sehe ich gerade. Wieso in Deneb gerade? Wir gehen von denen dorthin. Ach so. Ah, wir können von da dort angreifen. Deswegen vielleicht.
Da haben wir auch eine halbwegs große Armee. Da haben wir jetzt noch zwei Leute hingeschickt und der ist eh noch nicht ganz geheilt. Das heißt, wir warten hier noch mit denen. Und nächste Runde greifen wir dann von dort aus an. So, da haben wir noch ein Schiff, das repariert gehört. Die warten hier. Da ist niemand. Geht daher. Schauen wir mal mit unseren Schiffen. Ja, wie schon gesagt, Holz müssen wir auf jeden Fall mehr nach Hause bringen. 80, machen wir mal 80. Ah ja, da haben wir noch Stühle. Schau dir das an. Jetzt beinahe nicht heimgebracht. Und Kohle müssen wir auf jeden Fall auch mehr heimnehmen. Gut. Machen wir mal 1, 2, 3. 1, 2, 3. Machen wir mal 4. Hinzu. Nicht zu viel auf einmal. Bauen. So. Perfekt. Okay. Ende. Was? Da ist eine Flotte bei unserer Hauptstadt. Wo? Was? Wie? Wann? Tatsächlich, das ist eine Flotte. Wie groß ist denn die? Around one Ironclad. Okay. Soll die doch da stehen. Kaufen weiterhin alles, was zu kaufen ist. Und wir greifen Lokmadi an. Und wir sagen dem Computer, er soll das einstellen, das ist mehr als ausreichend. Jep, du bleibst stehen, du bleibst stehen, du bleibst stehen. Du ebenfalls. Du gehst daher und lässt dich nicht abschießen. Och, kommt schon. Danke. Oh, es tut mir leid, dass ich dich so abschießen lasse. Nein. So, du solltest das Ding treffen. Ja. Yep. Sehr gut. Und du triffst das andere. Ja. Mist. Na gut, soll sein. Kann man nichts machen. Dann darf er halt noch einmal schießen mit seiner Artillerie. Damit wir dann jetzt nicht allzu viel Schaden anrichten. Feigling. Na, eigentlich
Eigentlich könnten wir ihn übernehmen lassen. Sehr gut. Oh, was diese eine Flotte gemacht hat, ist das arg. Ostans Task Force und an der Order to Patrol indefinitely. Na super. Wir brauchen mehr Ironclads. Sie sind uns gerade versenkt worden. Das ist ärgerlich. Ach, weh. Echt, dieses eine Schiff hat das alles gemacht. 52 Furniture. War vielleicht doch nicht so gut, dass ich das Ding dort alleine rumstehen habe lassen. Das war jetzt ein ziemlicher Fehler. Na gut, soll sein. Es gibt Schlimmeres. Immerhin, Deneb ist gleich aus und vorbei und Geschichte. Ja. Hey, wir haben das erste Mal seit Ewigkeiten einen Verlust gemacht. Wir sind nur noch auf 590.000, nicht mehr über 600.000. Schade. Die sind einfach überall, diese Schippernakeln. So, was können wir noch kaufen? Gibt es da noch was zum Kaufen? Schaut nicht so aus. Schade eigentlich. Wobei, in der Gegend könnte ich eigentlich, müsste ich eigentlich auch einen, am besten noch einen Typen hinschicken, um sich die Gegend anzuschauen. Aber gehst du mal daher. Du findest hier nichts. Das heißt, vielleicht solltest du in diese Gegenden schauen. Hey, wir haben nochmal Öl gefunden. Ist das toll. Geh mal daher. Das heißt, du kannst jetzt daher gehen. Und was machen wir mit dir? Gehst einmal darüber. Du kannst wenigstens nicht angegriffen werden. Du verbindest das hier mit dem Rest von unserem Land. Ihr geht mir. Daher vielleicht. Und ihr seid ja schon fertig geheilt? Nein. Ihr wartet noch eine Runde. Ihr wartet auch. Und ihr solltet eigentlich geheilt sein, alle, ja. Hier geht's einen Schritt weiter nach Geiloch. So. Und ihr geht's daher und kümmert euch um dieses widerwärtige Zeug da. Können wir Chem in irgendeiner Weise blockieren? Ah, Patagon. Wir machen jetzt genau das Gegenteil von dem, was sie mit uns gemacht haben. Wir blockieren jetzt Patagon. Das ist keine schlechte Idee eigentlich. Das geschieht ihnen recht. So. Oh, wir können Treibstoff nach Hause bringen. Ist das cool? Und Stühle. Woher nehmen wir das ganze Zeug? Weil wir dieses eine Gebiet verbunden haben. Das ist ja ursupi. Ah, ich weiß gar nicht, wo ich auf, wo ich weggeben soll. Das ganze Zeug, was ich heimtransportieren möchte. Wir brauchen mehr Kapazität zum Transportieren. Definitiv. So, wir machen da wieder eins und eins. Und noch sowas. Und dann machen wir wieder vier.
Da können wir sowieso nur zwei rein tun. Das heißt, wir sollten das da mal erweitern. Und noch einmal 10. Boah. So, wir verkaufen definitiv mehr jetzt, als in einer Runde produzieren. Das ist gut. Gut, und sogar Holz bleibt uns ein wenig übrig. Und nächste Runde. Ja, ich bin eh schon rausgefahren mit meiner Flotte. Was soll ich tun? Ist okay. Wow. Armes Ding. So. Die schießen einfach mein armes Dings ab. Ist das arg? Meine arme Artillerie. Das fies. So, nun mach du weiter. Und noch ein Gebiet erobert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Damit haben wir auch die letzten Reste von Deneb erobert. Du machst da weiter. Du verbindest da auch noch. Dann haben wir noch eine zweite Verbindung nach nach rüber. So, ihr scheint alle geheilt zu sein. Das heißt, auch mit euch können wir wieder angreifen. Sollen wir Bergen angreifen oder Banat? Was steht denn da drinnen? Zwei Heavy Artillery, Infantry, sechs Heavy Artillery. Aber wir haben neun Infanterie. Das passt schon. Wie schaut es bei euch aus? Ihr schaut es auch schon ziemlich voll wieder aus. Was steht da drinnen? Drei Artillerie. Ich meine, wir brauchen all diese Gebiete natürlich nicht wirklich.
steht da hier. Das ist etwas besser verteidigt. Greifen wir mal das an. Ihr wartet ab. Ihr sucht da Feinde und du blockierst Patagon. So, 78. Bretter. Himmel. Okay. Also und da noch eins drauf. Dann haben wir auch noch alle Hemden heimgebracht. Hätten wir das auch. Aber noch so einen und so einen. Gut. Jetzt machen wir das. Und wir stellen, glaube ich, sogar schon 6 Leute jetzt ein. Wir brauchen wieder auch mehr Essen in die Hauptstadt. Und ich glaube, wir werden auch bald wieder Konserven brauchen. 27 Konserven. Vielleicht sollten wir auch Konserven kaufen. Statt der Wolle. Versuchen wir mal Konserven zu kaufen. Ich glaube zwar nicht, dass das irgendjemand verkauft, weil ich glaube, das können nur die Großmächte verkaufen. Aber versuchen können wir es ja mal. Nächste Runde. Ist okay, mach du das. Oh ja, das passt echt. So. Du bleibst mal stehen. Mal daher, mal daher. Eins, zwei, drei, puh. Das ist natürlich doof. Mist. Ah, du kannst auf eine von den Artillerien schießen. Yes. Du auch? Jo. Artillerie 1 ist Geschichte. Sollte Artillerie 2 Geschichte sein? Oder? Ja, fast zumindest. Ein schießt aber leider noch voll auf uns. Gut, ich verteile mir dann nach oben und unten, um Schüsse abzufangen. Du bleibst stehen. Ah, Mist. Schade. Da mal nach rückwärts.
Das ist sehr ärgerlich. Ich will auf diese Artillerie schießen, und zwar deswegen, weil ich sie zerstören will. Immerhin. Ja, sehr gut. Zumindest eine haben wir noch zerstört. Ah, die zweite könnte sich auch ausgehen. Jo. Immerhin kostet die am meisten. Und kostet ihn persönlich am meisten. Sechsmal zerstört. Ja, okay, bau halt du auf. Das war zwar, glaube ich, ein... Oh, bist du deppert, das sind viele. Okay, das könnte ein Problem ergeben. Andererseits, ich habe eigentlich auch relativ viele Truppen da. Und ich bin außerhalb seiner Reichweite. Wenn ich alles nach oben schiebe, wenn ich noch eins weiter gehe, puh, gerade noch überstanden. Versuchen wir mal die oberen. Au, das war zu nah. Au, das war zu nah. Nein. Na, das ist nicht nah genug. Ärgerlich. Mist. Ach weh. Das haben wir jetzt nicht sehr klug gelöst. Ausgesprochen dumm haben wir das sogar gelöst. Wir haben weit weniger Schüsse abgegeben, als wir hätten abgeben können, und wir haben uns jetzt mitten in ihr Artilleriefeuer reingestellt. Ah, das war dumm. Das war sogar sehr dumm. Ja, was tue ich mit dem? In den Tod rennen oder wie? Idiot. Ja. So, na endlich. Jetzt sind wir, glaube ich, in Schussposition langsam. So, du gehst da mal weg. Wir müssen dich nicht unbedingt umbringen. Kannst du schießen? Nö. Kannst du da schießen? Yep. Oh, das tut echt weh.
So, ihr bleibt jetzt einmal da stehen. Ah, warte mal, wir könnten eigentlich vor und die angreifen. Wow, was der Schüsse abkriegen würde dann. Ja, viel zu viele. Was mit dir? Wow. Oh gut. Und wieder zurück. Wir haben also dort zwei Pferde geopfert. Uff. Schauen wir mal. Kannst du auf die schießen? Ah, sehr gut. Ah, nein, du bleibst hinten. Als Reserve. Gut, ihr geht sowieso nicht vor. Du gehst nach rückwärts. Kannst du auf irgendwas schießen? Na, no, irgendwie nicht. Wenn du da bist, kannst du auf den schießen. Yep. Und du machst den bitte jetzt am Ende. Du gehst da nach hinten und tust so, als wärst du nicht hier. Du tötest den mal. Bleibst da, bleibst da. Ah, okay. Auf wen schießt du? Auf dich. Sehr gut. Wow. Wow, wir verlieren Truppen. Das ist unglaublich. Das ist schon sehr schlecht gemacht, was ich da getan habe. Das habe ich schon sehr, sehr schlecht gemacht. Nein, du bleibst da, bis sie rauskommen. Ja, du bleibst auch da. Auf dich schießen sie ja schön fest. Ihr bleibt da hinten. Eigentlich könntet ihr schon fliehen, weil wirklich was zu tun habt ihr da vorne natürlich nicht mehr. Uff. Ich glaube, wir sollten fliehen. Jep. Das wäre wohl besser. So, du wartest noch, bis die alle weg sind. Das war mal unangenehm. Gehst auch heim, du gehst auch heim. Gehst darauf.
Nein, du gehst daher. Du gehst daher. Wir fliehen, wir fliehen, wir machen einen taktischen Rückzug. Du bleibst natürlich da. Okay, gehen wir alle zurück. Ich glaube, das können wir eh so machen. Retreat all units, okay. Na gut, besonders klug war das jetzt nicht, was wir da getan haben, aber es gibt Schlimmeres. Wir haben 6 Units verloren und ihr auch. Und in Nassau werden wir angegriffen. Okay. Das sollte ja wohl nicht das Problem darstellen. Das sind nur 4 Generäle, eigentlich kann ich das den Computer spielen lassen. Immerhin haben wir Nassau erobert. Uff, wir haben einen Scout und 5 Feldartillerien verloren. Bist du wahnsinnig, das war nicht gut. Aber er hat 5 Siege-Artilleries und eine Field-Artillerie verloren, das ist gut. Und einen Scout. Das heißt, er hat 7 verloren. Interessant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Wieso ist nicht gestanden, dass er nur 6 verloren hat? Komisch. Na gut. Es gibt Schlimmeres. Wir können die das nächste Mal eigentlich wieder angreifen von der anderen Seite dieses Mal. Nämlich von hier, was wir da gerade angegriffen haben. Das müsste eigentlich dazu führen, dass er jetzt ein Schwächer in der Stadt ist. Hey, Improved Fertilizers. Wir können mehr Farmen bauen. Das ist das, was wir definitiv nicht brauchen. Aber was soll's. Oh, wir haben Öl gefunden bei meinen Freunden. Das heißt, wir werden dich noch darüber schicken. Wo ist das Öl? Wo ist das Öl? Also nein, warte mal, noch weiter drüben, sogar daher. Ha! So, der Mann mit der Axt schnappt sich jetzt ein Gebiet hier. Also nicht im Pont. Schon wieder zu wenig weit. Wo haben wir das? Wo haben wir da Wälder gekauft? Irgendwo haben wir da Wälder gekauft letztens. Ich weiß nur nicht mehr wo. Patagon muss es, kann es ja wohl nicht gewesen sein. Na, da haben wir Felder gekauft. Bauen wir hier den Bahnhof oder hier den Bahnhof? Wahrscheinlich hier oder doch hier. Und bauen vielleicht da auch dann irgendwann mal einen Bahnhof, oder? Ja, ist ja wurscht, wir bauen einfach alles aus und aus. Aus Maus quasi.
Den wir da gerade runterbauen, können wir da auch gleich hier bauen. So, diese Leute werden hierher gehen und diese etwas abgemagerte Truppe jetzt unterstützen. Wie schaut es bei euch aus? Euch geht's gut. Nur du hast ziemlich was abgekriegt. Das heißt, ich lasse mal da. Und der Rest von denen versucht sein Glück nochmal im Banat. Jetzt dürften sie ja weniger sein. Gut, wie schaut es bei euch aus? Ihr könntet eigentlich ein wenig euch ausrasten. Und du gehst du vielleicht zu denen und rastest dich bei denen aus. Na immerhin, wir können Farms auf Level 3 erhöhen. Auch nicht schlecht. So, Herrschaften, an dieser Stelle zeige ich euch wieder. Ein herzliches Gute Nacht. Wir haben schon wieder länger gespielt, als ich eigentlich wollte. Und wir sehen uns übermorgen wieder bei einer neuen Folge Let's Play Imperialism. Bis dann. Tschüss euch.